Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute aus der Küche und zwar ganz spontan. Es wurde sich nämlich gewünscht, dass ich ein Video über die Spinatlasagne mache. Ich habe jetzt kein großartiges Rezept gefunden, wie man das Ganze wirklich nur mit Spinat machen kann. Ich werde mir da ein bisschen selber was zusammenmischen, hoffe, dass es gut wird und dachte mir, ich nehme euch einfach mal spontan mit. Das wird jetzt auch kein so ein professionelles Kochvideo, wie ihr es sonst eventuell mehr oder weniger von mir gewohnt seid. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wünsche euch viel Spaß beim Video. Und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt irgendwie eine Spinatlasagne zaubern kann. Ja. Hier habe ich jetzt meinen Blattspinat. Den habe ich schon auf dem Herd. Der ist auch an, damit das Ganze auftaut und warm wird. Dann habe ich mir rausgelegt Käse für obendrauf, ganz klar, auch Lasagneplatten. Ich habe überlegt, dass ich ein paar Tomaten mit reinschneide und Staudensellerie. Und Achtung, ich habe auch überlegt, dass ich Kochschinken ein bisschen mit rein tue. Ja, Schwangere kommen manchmal auf die verrücktesten Ideen, aber vielleicht schmeckt es ja. Müsst ihr natürlich gar nicht, wie gesagt, ich weiß hier selber nicht, was ich da gerade zusammenmische. Dann habe ich Schlagsahne hier, die vielleicht zum Einsatz kommt, Pfeffer, Salz und Gemüsebrühe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Gemüsebrühe selber macht. Wir haben es jetzt auf jeden Fall vor, weil die Sally ein Video dazu hochgeladen hat und das fanden wir so klasse. Das müssen wir mal ausprobieren und das wird die Tage jetzt in Angriff genommen. Da freue ich mich schon drauf, hatten wir schon lange vor, aber irgendwie bisher haben wir immer hier sowas gekauft. Während ich hier mein Gemüse schneide, habe ich mir überlegt, könnte ich euch ja auch ein bisschen irgendwie was anderes erzählen und daraus einfach so ein Cook and Talk machen. Das habe ich schon das ein oder andere Mal bei der Julia von Das Glückskind gesehen und fand es immer ganz toll. Ja, dann hat das Video hier auch ein bisschen mehr Sinn. Auf jeden Fall wollte ich euch mal berichten, dass wir jetzt eine Absage bekommen haben. Ich hatte, glaube ich, auf YouTube das gar nicht so genau erzählt, dass wir uns nochmal ein Häuschen angeschaut hatten. Das waren sogar gleich zwei Objekte, die wir uns angeguckt haben. Das erste war von vornherein eigentlich klar, dass es nichts für uns ist. Beim zweiten haben wir jetzt ganz lange irgendwie ein bisschen gehofft. Das war halt irgendwie zu teuer, weil man noch viel drin hätte machen müssen. Aber ja, wir haben halt trotzdem irgendwie gehofft, dass sie halt eventuell ein bisschen runtergehen. Die meinen auch, sie melden sich und melden sich halt als erstes bei uns. Jetzt haben sie halt natürlich jemanden gefunden, der mehr zahlt. Haben uns dann gefragt, ob wir genauso viel zahlen. Und da haben wir halt dann Nein sagen müssen, leider. Aber ja, gut, sollte halt nicht sein. Es eilt auch nicht. Und ja, irgendwann kommt das Richtige. Ja, auf jeden Fall sind wir da immer mal wieder am Gucken und Machen und Tun. Ach ja, wie ist denn das bei euch? Habt ihr ein Eigenheim oder habt ihr gebaut oder habt ihr das noch vor? Und wie alt seid ihr vor allem? Das ist halt gerade auch so ein Thema, was uns schon ziemlich beschäftigt. Auch wenn wir sagen, wir lassen uns das jetzt nicht so nah an uns ran und sagen halt, wir haben noch Zeit und es eilt nicht und wir haben erstmal Platz fürs zweite Kind, fürs Baby und ja, aber trotzdem, ist klar. Aber andererseits ist es eigentlich auch gut so, weil halt einfach noch so viel jetzt angeschafft werden muss wieder, was halt auch alles Geld kostet, was nicht am Baum wächst, wie man so schön sagt. Ja, das wäre irgendwie, denke ich, alles irgendwie ein bisschen zu viel. Naja, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ja, ansonsten, ich habe mir gerade überlegt, dass ich das Video Montag anstatt von einem Foodhaul mal hochlade, dass mal was anderes kommt. Also wenn ihr es seht, dann hat Luchi morgen seine Prüfung, seine mündliche von der Fortbildung. Und ja, ich ganz froh, wenn das vorbei ist. Nur leider irgendwie ist es richtig doof. Das eine ist dann vorbei, aber er hat ja den nächsten Kram schon an der Backe. Ich glaube, das werdet ihr noch so oft von mir hören, dass es wirklich vorbei ist im August. Oh Mann. Ja, ist schon nicht immer alles so einfach, wie man denkt und wie es vielleicht wirkt, aber gut. Andere haben es auch geschafft und wir haben es uns so ausgesucht, oder er.
Mein Spinat ist hier fast aufgetaut. Ich denke mal, dass ich den auf jeden Fall ein bisschen pürieren werde. Und dann mache ich den erstmal auf die Seite. Dann werde ich Sellerie und Tomaten ein bisschen andünsten. Noch Zwiebeln. Zwiebeln habe ich total vergessen und Knoblauch. Und Schinken lasse ich jetzt doch raus. ja, das machen wir jetzt, gell? Salz und Pfeffer habe ich jetzt schon mal dran und wie gesagt, habe ich es jetzt auf die Seite gemacht. In den Topf mache ich jetzt Zwiebeln und Knoblauch erstmal. Zwiebel und Knoblauch brutzelt jetzt kurz, dann kommt gleich Sellerie dazu. Ja, wie gesagt, Luci hat morgen, also Dienstag, seine Prüfung und ihr dürft gerne mal Daumen drücken. Ich denke, er bekommt dann direkt mitgeteilt, ob er bestanden hat oder nicht. Am Wochenende, also auch diese Woche, muss er dann wieder hin, weil er dann Zeugnisübergabe hat und eben halt eine Feier am Abend und so. Ja. Und dann ist das eine schon mal wenigstens abgehakt. Den Spinat gebe ich jetzt hier wieder dazu, damit er auch nochmal ein bisschen mitköchelt, weil ich dann auch noch wahrscheinlich die Sahne ein bisschen mit rein tue. So. Und die Tomaten, die gebe ich dann gleich zum Schluss erst mit rein, weil die im Ofen sowieso warm werden und ich die nicht so matschig mag. Riecht aber schon ganz, ganz lecker. Ein Stückchen Sahne kommt dazu. Und der Parmesan. Jetzt schmecke ich mal ab, ob ich überhaupt die Brühe noch reintun muss. Oder ob sonst halt irgendwas fehlt. Salz. Ich glaube, Brühe kann ich eigentlich weglassen. Dann kommen jetzt noch die Tomaten dazu. Und dann kann eigentlich auch schon geschichtet werden. Oh, ich freue mich so drauf. Lecker. Ach so, ist das lecker. Was hast du gerade eben gesagt? Ich will gerade nur essen. Gerade eben sagt sie, nicht das, das ist doch eklig. Das ist doch lecker. Ja, auf einmal, gell? Sobald die Kamera läuft, ist auf einmal lecker. Mäuschen hilft jetzt mit. Nee, kannst du ganz lassen. Musst du nicht brechen. Nicht brechen. Einfach hinlegen. Nicht so. Ein bisschen drehen. Genau so. Aber ganz an Rand. Schatzi, warte. Erstmal ganz... Ja, da. Guck mal, überall muss bedeckt sein. Da noch. Was? Da noch? Mhm. Zwei. Eins, zwei. Ich habe vier gerade eben genommen. Das ist gleich. Haben so viel. So, jetzt wieder Platten drauf. Müssen wir hoffen, dass es noch Platz hat für noch eine Schicht. Mhm. Mama machen, mach du doch. Obendrauf habe ich jetzt noch ein bisschen passierte Tomaten mit drauf gemischt, weil es einfach ein bisschen zu wenig war und damit es halt nicht zu trocken ist. Und jetzt, und ein bisschen Salz habe ich noch drauf gemacht. Und jetzt kommt der Käse. Aber ganz viel. So, unsere Lasagne kommt jetzt in den Ofen. In der Zeit. Das ist so lecker. In der Zeit beseitige ich das Chaos und dann machen wir danach noch den Geschmackstest. In der Küche Chaos beseitigt. Hier wird neues Chaos gemacht. Milena, was machst du? Räumst du das bitte wieder auf? Challenge. Du musst keine Challenge machen. Doch. Mit Mamas Deko-Sachen. Komm, räum das bitte wieder auf. Nee. Milena ist echt zurzeit so anstrengend. So anstrengend bist du. Ja, lach ruhig. Ist überhaupt nicht lustig. Sie hört nicht auf mich. Sie sagt im Kindergarten nicht Guten Morgen, nicht Tschüss. Ich kann es ihr 100-mal sagen. Sie macht's einfach nicht. Sie, vorhin auf dem Heimweg hat sie mich geschubst, weil ihr nicht gepasst hat, dass ich jetzt nach Hause wollte, obwohl ich schon 2 Jahre gewartet habe auf sie. Also ich weiß echt nicht, was mit ihr los ist. Ich habe schon vor ein paar Wochen, glaube ich, einen Post auf Instagram geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass ich sie bisher überhaupt nicht erzogen habe.
Ich weiß nicht, ob das eine Phase ist oder ob das tatsächlich mit der Schwangerschaft zusammenhängt. Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es wird von Woche zu Woche irgendwie schlimmer und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Geduld bringt überhaupt nichts. Sie hört einfach nicht. Ich kann Geduld haben, wie ich will. Irgendwann muss sie ja verstehen, dass ich es jetzt wirklich ernst meine. Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Naja, aber wie man so schön sagt, es wird irgendwann wieder besser. Und spätestens, wenn sie 18 sind. Vielleicht. Ich habe gerade mal geguckt, am 4. Februar habe ich das geschrieben, dass es gerade eben extrem ist und ich schon das Gefühl habe, dass sie bisher null Erziehung genossen hat. Und dass ich halt denke, es ist eine Phase, weil da war es halt auch nachts. Ja, die nachts ist vorbei. Aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, es wird von Woche zu Woche schlimmer. Sagt mir bitte, das ist eine Phase und es geht vorbei. Oh Mann. Naja, was soll man machen? Muss man durch. Mit Geduld. Oh, lecker. Sie ist fertig. Jetzt gibt's den Geschmacktest. Und? Wie schmeckt's? Gut? Sie nickt nur. Leer. Und es war super, super lecker. Ihr habt also die Erlaubnis, das Ganze nachzukochen, wenn ihr Lust habt. Ja, und damit war es das mit dem Video. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein spontanes Video hier. Und freue mich über euer Feedback und freue mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.